Hallo Kinder und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es von mir für euch die Film-Challenge. Die habe ich gesehen bei Robert Hofmann. Er hatte 20 Filme und 200 Sekunden, um diese 20 Filme zu beschreiben und eine kurze Info zu geben, worum es da geht. Und genau, ich wollte das heute auch mit euch machen. Und zwar habe ich mir 6 Filme rausgesucht, weil ich das Ganze etwas kürzer halten wollte. Und ich habe es gerade schon mal versucht und habe gefailt. Und genau, ich werde das Ganze jetzt einfach nochmal versuchen. Ich setze mir den Timer auf 1 Minute. 6 Filme, jetzt kommt noch das Intro und dann geht's los. Fuck yeah. So, ich setze den Timer auf Start und fange gleich an. Oh mein Gott, ich bin richtig hektisch gerade, ne? Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Der erste ist einer der besten Filme, der je gemacht wurde. Alice im Wunderland mit Helena Bonham Carter und Johnny Depp. Super, super, super geiler Film, komplett abgefahren. Natürlich von Tim Burton, richtig geil, große Empfehlung. Der nächste Film ist Hänsel und Gretel Hexenjäger. Ziemlich blutig, aber ziemlich cool gemacht. Hänsel und Gretel, die beiden Geschwister jagen Hexen, die alle ziemlich scheiße aussehen und die machen das auf eine brutale und krasse und witzige Art und Weise. Der nächste Film ist Silent Hill Revelation, der zweite Teil von Silent Hill. Meiner Meinung nach besser als der erste und Silent Hill sind die einzigen Horrorfilme, die ich gucke. Danach habe ich noch Lesbian Vampire Killers. Das ist ein Trash-Film der Extraklasse. Also komplett behindert einfach nur, aber ziemlich witzig. Wer auf Trash-Filme steht, sollte sich den angucken. Danach schon wieder Tim Burton, Nightmare Before Christmas. Animationsfilm, richtig große Empfehlung von mir, einer meiner Lieblingsfilme. Und zu guter Letzt mit Johnny Depp mal wieder und Helena Bonham Carter und auch schon wieder von Tim Burton, Dark Shadows. Super, super, super geiler Film. Kann ich euch nur empfehlen. Ich wundere mich gerade, dass die Uhr noch nicht klingelt. Und genau. Leute, das war ziemlich anstrengend, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe euch die 6 Filme vorgestellt. Alice im Wunderland, Hänsel und Gretel, Hexenjäger, Silent Hill Revelation, Lesbian Vampire Killers, Nightmare Before Christmas und Dark Shadows. Alles Filme, die ich natürlich empfehlen kann. Ich glaube, 3-mal Tim Burton? 3-mal Tim Burton dabei. Einfach so rausgegriffen, aber 3-mal Tim Burton dabei, Hauptsache. Es war gerade sehr anstrengend. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ich noch einen zweiten Teil machen soll. Ich habe noch ein paar Filme mehr, mit denen ich das tun könnte. Und genau, ich muss mir jetzt erstmal den Take angucken, ob das überhaupt was geworden ist. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und bis dahin sage ich, ciao, ne?